schon erwähnt, wenn man jetzt von Kavallerie angestürmt wird, Nachtmattes. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch erstmal genug zur generellen Strategie. Ich werde einfach mal sehen, dass ich mich jetzt nicht ganz blamiere. Ich werde aber die Schlachten auch durchaus, wenn ich sie selber mache, so reinstellen, wie sie verlaufen sind. Ich werde euch da nicht schön gefiltertes Material vorsetzen. Das wäre ja schon ziemlich doof. Und feige. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Na, wie vermutet, der Feind steht auf dem Hügel. Bewegt sich vorwärts, was jetzt nicht wie vermutet ist. Das kann aber auch einfach nur sein, dass sie sich in bessere Position bringen wollen. Das warten wir doch mal ab. Ja, genau wie erwartet. Er bringt seine Bogenschützen in Position. Erhöhte Position der Bogenschützen sorgt für eine erhöhte Reichweite und bessere Trefferchance. Was für mich ziemlich blöd ist, weil ich die jetzt angreifen muss. Okay, es handelt sich übrigens nicht um ein Spezialgebäude. Naja. Dazu später, falls es mal dazu kommt, mehr. Jetzt habe ich meinen Einheiten einen Marschbefehl gegeben, der hoffentlich nicht so weit vorne war. Na, korrigieren wir das lieber nochmal. Und ich lasse sie marschieren, damit sie, also langsam marschieren, damit sie sich nicht vollkommen verausgaben. Weil das Ganze wieder dauert, stelle ich einfach mal auf schnellen Vorlauf und warte. Noch ein wichtiger Punkt ist, dass Flankenangriffe natürlich besser, also effizienter sind als Frontalangriffe. Deshalb versucht man gerade, wenn es um den Einsatz von Kavallerie geht, sehr oft zu flankieren. So, stellen wir mal wieder auf normale Geschwindigkeit. Wenn man zum Beispiel mit Kavallerie frontal in eine Speerformation reinrennt, das ist ziemlich dämlich. Dann ist die Kavallerie meistens hin. Wenn man hingegen die Infanterie dann von hinten überrennt, ach, da sieht man es sogar schon ganz schön. Das ist die sogenannte Yari-Wand der Yari-Ashigaru oder der Yari-Samu. Nur der Yari-Ashigaru. Die strecken halt ihre Speere dahin und hoffen, dass ein Großteil der Feinde da mal matschig reinrennt. So Formationen gab es auch schon öfter in älteren Total Wars. Jetzt werde ich mal versuchen, meine Bogenschützen in Reichweite zu bekommen, ohne dabei meine gesamte Armee abschlachten zu lassen von den feindlichen Bogenschützen. Ich werde auch später einen Großteil der Gefechte automatisch führen lassen. Ich werde nur mal so exemplarisch ein paar Gefechte selber machen. Auch aus Zeitgründen. Dann wollen wir doch mal gucken. Na, das reicht noch nicht ganz, aber ab jetzt kommen wir an den interessanteren Teil. Wie man sehen kann, sind meine Bogenschützen kurz davor, das Feuer auf den Feind zu eröffnen. Wenn ich jetzt alle vormarschieren lasse, würden die hinteren Einheiten auch Schaden nehmen. Deshalb sage ich jetzt mal nur meinen Bogenschützen, Jungs, bitte mal dahin. Aber jetzt ist ganz wichtig, so schnell wie möglich, damit man schnell in Angriffsreichweite ist und das Feuer erwidern kann, weil die Feinde kommen jetzt in Reichweite, dann sage ich dem mal anhalten. Dann begeben die sich noch schnell in Position und eröffnen das Feuer auf den Feind. So, hier kann man jetzt schon sehen, 115 zu 110. Und das alleine durch diese lose Formation. Oh, und die feindlichen Yari Ashigaru kriegen vielleicht auch noch das ein oder andere Geschoss ab. Ja, also das läuft sehr, sehr oft bei selbstgeführten Schlachten so, dass es erstmal zu zumindest der Nahkampfphase, der Fernkampfphase kommt. Das ist halt, die Bogenschützen behaken sich gegenseitig. Ich finde es auch immer wieder sehr schön, diesen Anblick, wenn dann die Geschosse da hin und her fliegen. Auf jeden Fall ist wichtig, in dieser Phase zu beachten, dass man nicht aus dem Auge verliert, was die feindlichen Nahkämpfer tun. Weil sonst kann es einem sehr, sehr leicht passieren, dass sie einen überrennen oder die Einheiten flankieren. Wie wir hier sehen können, hat sich hier der grüne Balken die Munition schon verringert. Klar, passiert nun mal, wenn man schießt. Moment. Damit mir meine Leute nicht ganz demoralisieren, kann mein General einmal sammeln. Das sieht man hier in diesem roten Bereich, beziehungsweise rot-blauen Bereich.
Das ist der Einflussbereich und der Effektbereich. Oh, jetzt kommen wir zum interessanteren Teil. Die feindlichen Bogenschützen klemmen den Schwanz an und laufen davon. Der Feind kommt jetzt mit Kavallerie und seinen Yari Ashigaru. Das heißt, er geht in die. Er will den Nahkampf vorantreiben. Das heißt, ich ziehe meine Bogen Ashigaru zurück, während ich ihm eine Wand aus Speeren entgegenschicken werde. Einfach damit er mich nicht zu leicht übermannt. Ich habe auch meinen Bogenschützen jetzt befohlen, nicht mehr zu schießen von sich aus, denn Friendly Fire ist aktiviert. So, damit mir ja auch ja jeder vernünftig kämpft, wirke ich doch schon mal sammeln und aktiviere meine Yari Ashigaru, den ich jetzt auch schon einen Angriffsbefehl auf die feindliche Kavallerie gebe. Oh, halt. So. Das ist jetzt gerade ein sehr lustiger Aussetzer der KI. Die hat den Feind mit dem Rücken zu mir gedreht. Was dafür sorgt, dass... Ah, halt. Keiner verlässt den Saal. Was dafür gesorgt hat, dass der feindliche General jetzt flieht. Wenn der General flieht, hat das schlimme Auswirkungen auf die Moral. Man sieht hier zum Beispiel in diesem kleinen Pop-Up-Menü unten eine Beschreibung der Einheit und was sie gerade tut. Stationär, nicht im Gefecht. Sie sind begeistert, frisch, ermutigt, weil der General in der Nähe ist. Das ist, wie gesagt, dieser blaue Kreis. Begeistert beschreibt den Zustand der Moral. Frisch den Zustand der Ausdauer. Und Ausdauer sinkt halt in Kämpfen. Moral im schlimmsten Fall natürlich auch. Im besten Fall kann man die Moral aufrechterhalten. Jetzt gebe ich meinen Bogenschützen den gezielten Befehl, auch wenn es wahrscheinlich nicht viel bringen wird, den fliehenden General anzugreifen. Und ja, hoffe einfach mal, dass ich vielleicht noch ein oder zwei davon mitnehmen kann. Und kommt noch was? Nee, da kommt nichts mehr. Da können sie auch direkt schon sein lassen. So. Sämtliche feindliche Einheiten befinden sich auf der Flucht. Das heißt, ich könnte entweder, wie es hier schon steht, das Gefecht beenden oder fortsetzen. Wenn man fortsetzt, hat man den Vorteil, man kann noch so viele Feinde wie möglich töten. Was natürlich im schlimmsten Fall noch zu eigenen Verlusten durch Friendly Fire führen kann. Hat aber auch den Vorteil, wenn sie flüchten, überleben die Feinde und können zu einem späteren Zeitpunkt erneut angreifen. Deswegen sage ich meistens fortsetzen und schicke meine Kavallerie wenigstens noch auf die feindliche Infanterie, um denen noch ein wenig Schaden zuzufügen. Im besten Fall sogar den ganzen Trupp auszurotten. Das Ganze macht man im Fast Forward, weil es sonst ewig dauern kann. So, da hat mein General dann gleich die restlichen Einheiten auch schon fast alle besiegt. Es sind noch ganze 6 aus diesem Trupp am Leben von den ehemals 150. Es werden immer und immer weniger. Huch! Ah! Der eine kleine Schweinehund entkommt mir dann doch noch. So. Da gibt es noch eine Beschreibung, wie gut der Sieg war. Das wäre sein entscheidender Sieg. Und ja, dann bis gleich. So, für alle Interessierten, das waren jetzt 1,5 Minuten circa. Also, das werde ich euch ersparen. Hier sieht man jetzt eine Aufstellung über das vergangene Gefecht. Das war ein entscheidender Sieg. Ich habe aufgestellt 720 Leute, davon sind 33 gestorben. Der Feind hat aufgestellt 315, davon hat er 264 verloren. Tja. Man kann sich jetzt noch die Details ansehen. Das ist eine genaue Übersicht. Da kann man dann einsehen, welche Einheit hat wie viel verloren. Und welche Einheit ist befördert worden? Beförderung bietet Vorteile wie erhöhte Moral, bessere Umgang mit der Waffe, etc. Und natürlich auch eine Kill-Statistik, also wer hat wie viel erwischt. Und man sieht eindeutig hier, die Bogen Ashigaru haben 103 Feinde fertig gemacht und der General an sich hat dann auch nochmal 108 Hops genommen. Ja, der Feind hat sich jetzt zurückgezogen. Was dazu führt, dass ich ihm den finalen Schlag verpassen werde. Das mache ich jetzt aber automatisch, weil ich für 50 Mann mir dieses Laden nicht antue.
So, jetzt haben wir eine Belohnung bekommen. Nämlich 25% auf den von Gebäuden aller Provinzen generierten Wohlstand. Das sagt mir so viel wie, yay, ich krieg mehr Geld. Hier unten rechts zu sehen. Dazu komme ich aber später nochmal genauer. Jetzt kann ich meinem General ein Gefolge verpassen, weil er einen neuen Rang erreicht hat. Da hätten wir einmal den Jabu-Samemeister, 5+5 Genauigkeit der Bogeninfanterie unter dem Kommando dieses Mannes. Heißt, jeder, der kämpft und in seiner Armee ist, schießt genauer, was mir schon sehr, sehr gut gefällt. Oder -1 Verlust im Gebiet mit Verschleiß. Verschleiß heißt, wenn jetzt ein Feind im Winter nicht in meinem eigenen Gebiet ist, verhungern die Leute, weil die örtliche Bevölkerung denen nicht wirklich helfen will. Ist man im Gebiet eines Verbündeten, wird einem geholfen und man verliert keine Einheiten. Das Ganze ist sehr praktisch, aber auch taktisch interessant, was dazu führt, dass ich bis zum nächsten Winter meistens meine Einheiten in Position bringe und erst danach den Feind überfalle. So. Ich habe jetzt den Genauigkeitsmeister gewählt. Hier kommen wir zu den Charakterfähigkeiten. Das Ganze sieht schon dem Tech-Baum sehr, sehr ähnlich. Man sieht zum Beispiel hier benötigter Rang 2, benötigter Rang 3, 4 und so weiter. Ich habe 2 Punkte zu verteilen. Da hätten wir einmal Krieger, erhöhte Nahkampfabwehr für den General und seine Leibwache. Ist nicht schlecht, aber das hier ist sehr viel interessanter. Plus 20% erweiterte Bewegung pro Runde. Und siehe da, der Bewegungskreis von ihm ist auch schon größer geworden. So, hier sieht man jetzt das Verstärkungsfenster, also das Armeefenster. Da wird einem angezeigt, wie lange es dauert, bis die Leute verstärkt werden. Das ist im Falle der Bogen Ashigaru 4 Runden. So, genau, zum Geld. Einheiten kosten Unterhalt. Das heißt, das ist Geld, was aus dem Einkommen immer runtergerechnet wird, bevor ich es erhalte. Das heißt, diese 1545, die man hier unten sieht, habe ich zu meinen 306 hinzu. Nächste Runde. Dann kommen wir mal zur Clanverwaltung. Dort kann man halt Details über den Clan an sich einsehen. Zum Beispiel, welche Provinzen man halten muss. Bis zum Ende des Jahres 1575. Jedes Jahr besteht aus 4 Runden, entsprechend der 4 Jahreszeiten. So, Familie und Versammlung, das ist ein sehr interessanter Tab. Man sieht hier einmal den Daimyo ganz oben und dann seine Söhne. Einmal im Alter von 12, einmal im Alter von 9. Das heißt, im Alter von 16 werden sie zu Generälen. Und hier habe ich zum Beispiel auch schon einen General. Ich kann ihm einen Platz im Rat zuordnen. Warum das jetzt gerade ausgegraut ist, naja, auch egal. Die Räte haben halt verschiedene Boni. Verringerte Rekrutierungskosten jetzt beim Kriegsführungsrat und verringerte Abklingzeit auf Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel den rasanten Ansturm der Yari-Samurai. Oder plus Verstärkungsrate, plus Bewegungsreichweite, also hübsche Spielereien. Ist auf Dauer sehr, sehr interessant und vor allem auch wichtig, dass alle besetzt werden. Das Problem ist, der Daimyo und der Erbe des Daimyo können keinen Posten beziehen. Das ist einfach so geregelt. So, und dann will ich doch mal hoffen, dass mir jetzt inzwischen was passiert. Das war jetzt das Ende meiner Runde. Jetzt, wie bei rundenbasierten Spielen halt üblich, muss ich gucken, was die Feinde machen und wie man sehen kann, fallen hier auch schon direkt Feinde ein. Das ist ein kurzes Rekrutierungsvideo zu meinem tollen Yari Ashigaru. Naja. Mission erteilt, lernt folgende Kunst zu beherrschen. Genau, das ist eine Mission, die mir seitens meines Clans erteilt wird. Wenn ich das mache, kriege ich als Belohnung einen Yari Ashigaru-Trupp der Oda. Ist gar nicht mal so schlecht. Kunst des Speeres ist da unten. Wie man sieht, Bushido, dann Strategie der Verteidigung, dann Kunst des Speeres. Das heißt, das Ganze ist in 10 Runden erforscht. So, hier haben wir eine feindliche Armee, wahrscheinlich bestehend aus 2 Generälen, 2 Trupps Yari Ashigaru und 2 Trupps Bogen Ashigaru. Weil diese Armee das alleine nicht schaffen würde, ziehe ich sie erstmal in die Garnison zurück. Und hoffe, dass ich vielleicht sogar noch was rekrutieren kann, bevor es losgeht.
Ich habe jetzt noch eine Verbesserung von meinen Straßen in Auftrag gegeben.